sind gerade auf der weltgrößten Fitness- und Bodybuilding-Messe hier in Köln. Es gibt ganz, ganz viele tolle neue Sachen. Also umso wichtiger, sich manchmal auch der alten Dinge noch mal bewusst zu werden. Und da bin ich natürlich über dieses schöne Springseil gestolpert, aus der Arzt Vintage-Serie. Tolles Springseil aus echtem Rindsleder natürlich, also quasi Rinderfaszie, die hier zu einem wunderschönen Springseil verarbeitet wurde. Sieht geil aus. Also ich möchte euch heute das Arzt Vintage Sprungseil vorstellen. Sprungseile gibt es ja wahnsinnig viele, aber was ich jetzt hier wieder so toll finde, ist, dass es einfach richtiges Holz ist, dass das Leder ist und dass man es vor allen Dingen, das ist das Erste, wirklich in der Länge auch verstellen kann. Und ihr wisst alle, mit so kleinen Geräten kann man wahnsinnig viele gute Sachen machen und ich kann jedem nur empfehlen, einmal am Tag 2 bis 3 Minuten Seilspringen zu machen, weil es wahnsinnig die faszialen Strukturen und die koordinativen Abläufe fördert. Also, ich kann es nur empfehlen, kauft euch das Teil.